Vor kurzem ist im Wiener Austria Center die Gala-Nacht des Sports zu Ende gegangen, bei der Österreichs Sportler des Jahres gewählt werden. Und große Überraschungen hat es auch diesmal keine gegeben. Ski-Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher hat sich nach 2012 und 2015 zum dritten Mal die Trophäe geholt. Bei den Frauen hat es diesmal eine neue Siegerin gegeben, nämlich Eva-Maria Brehm. Weltcup-Siegerin im Riesentorlauf wurde zur Sportlerin des Jahres gekürt. Das Segelduo Thomas Sajak und Tanja Frank wurde für die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio mit der Auszeichnung Mannschaft des Jahres belohnt. Und die Parasportler des Jahres sind der Dressurreiter Peppo Buch und Speerwerferin Natalia Eder. Und in der ZIP24 ist der fünffache Gesamtweltcupsieger und frisch gebackene Sportler des Jahres 2016 Marcel Hirscher zu Gast bei Lisa Gardenstätter um 11:30 in ORF 1.